Hi Affiliates, ich bin's wieder, Chris, und herzlich willkommen zur 19. Folge unserer Serie Weg zum Twitch Affiliate. Und ja, ich habe neulich ein cooles Twitch-Feature entdeckt, und zwar wie ihr eure Twitch-Stream-Highlights direkt von Twitch aus auf YouTube hochladen könnt. Ja, und dazu gehen wir halt auf Twitch, dann auf unser Profilbild, dann ins Creator-Dashboard und dann hier bei Inhalt in Videoproduzent. Und hier haben wir dann unsere, ja, Aufzeichnung von unseren letzten Streams oder halt Highlights, die wir erstellt haben. Und wenn wir jetzt hier bei so einem Highlight, wenn wir das halt auf YouTube hochladen wollen, können wir jetzt direkt hier auf die drei Punkte gehen und auf Exportieren und können es dann halt direkt auf unseren YouTube-Kanal hochladen von Twitch aus. Können wir hier den Titel noch angeben, falls wir das noch nicht gemacht haben. Ja, Beschreibung könnte man auch schon angeben. Ich persönlich mache das lieber dann immer bei YouTube, aber könnte man schon machen, genau wie die Tags auch. Und ja, Sichtbarkeit würde ich erstmal auf privat lassen, damit man es dann bei YouTube noch bearbeiten kann. Ja, und dann kann man den Export auch schon starten. Und dann geht es auch schon los. Dann wird das Ganze exportiert und auf eurem YouTube-Kanal hochgeladen. Ja, es kann natürlich sein, also ihr müsst natürlich einmalig euren YouTube-Kanal mit eurem Twitch-Account verbinden. Das könnt ihr ja hier machen bei Kontoeinstellungen und dann bei Verbindung könnt ihr hier euren YouTube-Kanal mit eurem Twitch-Account verbinden. So, jetzt können wir noch mal kurz gucken, was geklappt hat. Ja, falls ihr nicht wisst, wie ihr diese Highlights eben hier zusammenschneidet, die kann man direkt bei Twitch aus seinen früheren Übertragungen zusammenschneiden, dann guckt euch auf jeden Fall mein Video dazu an. Werde ich nochmal beim i hier oben verlinken. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und in dem Video habe ich auch erklärt, warum es absolut Sinn macht, seine Stream-Highlights auch auf YouTube hochzuladen und warum ich das jedem empfehle und auch selber mache. Genau, also guckt euch das gerne mal noch an, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, und jetzt sehen wir hier, es hat geklappt. Unser Video ist hier schon bei uns im YouTube-Studio in meinem Kanal zu sehen und es wird hochgeladen. Also so könnt ihr das ganz easy machen. Und ja, ich finde es echt cool und ist somit die einfachste Möglichkeit. Ja, das war es im Prinzip jetzt auch schon, was ich euch zeigen wollte. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare unten rein, ob ihr die Möglichkeit zum Exportieren von Twitch und das Video direkt auf YouTube hochladen, ob ihr das schon kanntet. Und ansonsten, bei Fragen könnt ihr natürlich auch gerne Fragen in die Kommentare reinschreiben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Video hoffentlich wieder. Also bis dann, ciao, ciao, Chris.